Moin, es ist der 21.8. Samstag und der Urlaub ist eigentlich vorbei, weil jetzt ist nur noch ein Wochenende über. Wieder eine ruhige Nacht auf dem Stellplatz bei der Gelmerbahn und heute geht's zur Quelle der Aare. Die fließt auch bei uns zu Hause vorbei und die Jungs waren da schon unzählige Male drin, aber eben noch nicht bei der Quelle. Wird Zeit heute. Camperano hat die meisten Höhenmeter für uns erledigt. Ab hier geht's nur noch zu Fuß weiter. Es ist gerade windstill und die Spiegelung des Sees ist wow. So rum ist natürlich richtig, eben habe ich das Bild, das Video über Kopf abgespielt. Und wie man sieht, Camper Arno ist nicht der einzige Kastenwagen hier oben. Um zum Gletscher zu kommen, müssen wir über diese Staumauer rüber. Sie ist genau 100 Meter hoch und 526 Meter lang. Nochmal ein Blick zurück in Richtung Camper Arno. Na, dann haben wir das doch irgendwie falsch oder richtig verstanden. Oberaar Gletscher 50 Minuten, Berghaus Oberaar 15 Minuten, macht eine Stunde 5 Minuten hin und zurück, 2 Stunden 10 Minuten. Nach der Staumauer, bei der auch ein Geocache liegt, ist dieser Felsen, den wir eben gesehen haben, der markanteste Punkt mit unterwegs. Und natürlich liegt dort auch ein Geocache. Und in der Zwischenzeit, wo gesucht wird, kann die Kamera mal einen kleinen Zeitraffer machen. Nach dem letzten Bach hat der Weg jetzt so ein bisschen eine monotone Art, also es ähnelt sich alles und wir kommen so langsam dem Gletscher näher. Das Ziel, das wir heute haben. Und da wird es dann auch wieder interessant. Aber erstmal lasse ich meinen Frust über den Weg freien Lauf. Ja, Uta wirft mir immer vor, ich würde hier so rennen. Aber das Ding ist einfach, es ist hier einfaches Gelände. Es ist ziemlich geradeaus. Und das andere ist, die Aussicht ändert sich nicht wirklich. Für mich hat das Ganze ja irgendwie eher was von der ganz langsamen Zoomfahrt zum Gletscher. Nicht mehr, nicht weniger. Schön ist es hier. Bewegen wollen wir uns. Wandern kann man hier. Bisschen viel Leute. Ich habe jetzt gerade eine ruhige Phase abgepasst hier. Aber ja, ist jetzt nicht so die Beanspruchung. Man kommt schon hoch mit dem Auto gefahren, sieht das und sagt wow. Aber dann ändert sich auch nicht mehr viel. Man könnte dann jetzt hier durch die Gegend wow, wow, wow laufen oder so oder eben sich so ein bisschen sagen, ja, mal gucken, wo hier die Abwechslung noch kommt. Und die kommt irgendwie nicht. Aber der Gletscher ist das Ziel. Da wollen wir hin. Und da gehen wir auch hin. Dann verschaffen wir uns noch ein bisschen Abwechslung und lassen die Jungs mal in die noch nicht mal 1 Kilometer alte Aare rein. Hier gab es dann mal wieder ein bisschen Abwechslung und beim Gletscher hinten wird es dann noch richtig cool. Samson hat in diesem Urlaub ja einen Ball mit einem Band dran gefunden. Und damit lassen wir die Jungs hier ein bisschen rumtoben. Und wenn Samson nicht will, dann kann Jack ziehen, so viel er will. Den Ball haben wir dann meistens Richtung Gletscher geworfen und Jack springt schon mal ein bisschen vorweg. Naja, und Samson kommt dann auch hinterher gejumpt. Und ich gebe zu, der Frust von eben über die Monotonie ist ab hier schon wieder vergessen.
und dieses Insekt hockte unsere ganze Pause über auf dem Stein und genoss so ein bisschen die Sonne und den Wind. Ist mit dem Smartphone mit der Makrolinse aufgenommen worden. Ja, der Start der Aare ist doch hier relativ aufbrausend. Das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Ja, das gefällt mir. Und hinten sieht man doch ganz gut dann den Oberaargletscher. Alles ist wieder gut. Ja, den Lütten hatten wir schon relativ zu Beginn der Wanderung überholt. Da saß er bei seinem Vater hinten auf dem Rücken in so einer Trage. Dann haben wir unsere Pause gemacht, da haben die uns wieder überholt und jetzt überholen wir sie wieder. Und er ist jetzt auf den eigenen, etwas wackeligen zwei Beinen unterwegs. Macht er aber ganz gut. Ja, der Gletscher selber ist hier im unteren Bereich nicht so wirklich strahlend weiß. Er ist doch recht bedeckt von Steingeröll und Steinstaub. Aber hier vorne dieses kleine Vorfeld, diese kleine Schneebrücke nenne ich es mal, die ist doch schon als Schnee zu erkennen. Und Samson genießt es wieder. Auf seine persönliche und spezielle Art. Eine Zeit lang hatte ich mit dem Gedanken gespielt, auf dieser Schneebrücke quasi auf die andere Seite zu gehen. Aber diese Löcher, die hier vorne sind und da unter der schnell fließende Fluss, das musste ich mir dann doch lieber vorsichtshalber nochmal genauer vorher angucken. Und dann kam ich zu dem Entschluss, ich gehe wohl doch lieber nicht rüber. Ich werde gleich noch in eines dieser Schneelöcher hier gehen und dann mal mit der Kamera mir das Ganze von unten angucken. Das bestätigt dann meine Vermutung, ich sollte lieber nicht rübergehen. Und selbst diese Perspektive, wir sind an der Schneebrücke jetzt vorbei Richtung Gletscher. Ich weiß nicht so recht, also... Ich glaube, es ist besser, da nicht rüber zu gehen. Samson macht es sich jedenfalls erstmal im Wasser hier gemütlich. Hinten in der Gletscherhöhle sieht man auch, da ist wohl mal vor kurzem richtig Schnee schon wieder von der Decke gefallen. Auch rechts sieht man einen großen Riss und man hört es immer wieder klödern und knallen, weil Steine runterfielen oder runterrollten. Uta hatte kurz zuvor einen Mann, auch da wo ich jetzt stehe, fotografiert mit seinem eigenen Smartphone und sagte, komm, da musst du auch mal rein, das müssen wir auch machen. Ich war mir nicht so ganz sicher und auf dem Weg dorthin habe ich dann auch tatsächlich ein bisschen Kante abgebrochen, sodass das Loch einen Meter knapp größer wurde, als es war, bevor ich dorthin ging. Damit wurde die Schneebrücke dann wohl auch schon wieder ein Stückchen unsicherer. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen von unten an. Und was soll ich sagen? Es taut. Und zwar ganz gewaltig. Nochmal ein Blick in die Gletscherhöhle und das muss schon ganz schön gerumst haben, als da der Schnee von der Decke fiel. Kann man nur hoffen, dass da gerade keiner drunter stand. Dann habe ich von Uta an der gleichen Position auch nochmal ein Foto gemacht und genau in dem Moment muss natürlich einer ins Bild latschen, mit der Absicht, die Schneebrücke zu überqueren. Ich habe ihm dann geraten, sich das lieber erstmal von der Seite anzugucken und habe zum Beispiel auf das Loch hingewiesen, wo Uta gerade drin steht. Dass wenn er dort so ein Loch aufreißt, wenn er gerade beim Fluss ist, dass es vielleicht nicht so gesund ist. Er wollte mich erst ignorieren, aber seine Freundin hat ihn zurückgepfiffen und gesagt, du guckst es jetzt erstmal von der Seite an. Das haben sie dann auch gemacht aus dieser Position und sich dann entschieden, okay, wir bleiben doch auf dieser Seite des Flusses.
Wir machten uns dann langsam auf den Rückweg zu Camper Arno. Samson hat wieder jeden Bach mitgenommen und ich war mit der Landschaft inzwischen auch versöhnt. Auch der Abschnitt, der relativ monoton ist, war in Ordnung inzwischen. Ja, und an dieser Stelle hat Uta dann auch noch einen Geocache gefunden auf dem Rückweg. Ja, der Gletscher schmilzt. In den letzten 40 Jahren ist er nur 400 Meter kürzer geworden, von 4,9 Kilometer Länge auf 4,5 Kilometer Länge zusammengeschrumpft. Etwas dramatischer hört sich es dann schon an, wenn man die Quadratkilometer vergleicht. In den letzten 40 Jahren ist er von 5,8 Quadratkilometer auf nicht mehr ganz 4 Quadratkilometer zusammengeschrumpft. Und wenn man das Volumen dann auch noch mit einberechnet, wird auch immer flacher, also das Eis ist nicht mehr so dick. Er schmilzt schon rasant. In 50 Jahren soll er wohl weg sein. Ja, richtig, Jack prägte den Anblick nochmal genau ein. Egal wann wir wiederkommen, er wird sicherlich nicht größer dann sein, als er es jetzt ist. Wieder zurück bei Camper Arno haben wir genau 10 Kilometer gebraucht, 6 Stunden und eine Viertel in etwa und nur 260 Höhenmeter. Ja, und jetzt geht's wieder zurück. Wir müssen uns ja noch einen Stellplatz für heute Nacht suchen. Wir haben auch schon eine grobe Idee, aber ein paar Kilometer sind das noch bis dort. Von hier oben dann nochmal ein schöner Blick auf den Grimselsee. Da waren wir ja gestern und da ist einem gar nicht so bewusst gewesen, dass man auf so einem Felsen dort eigentlich war. Sieht schon spektakulär aus. Da in etwa hatten wir gestern unser teures Dessert gegessen. Und hier haben wir unseren Übernachtungsplatz gefunden, aber davon erzähle ich morgen mehr. Mit diesem Bild sage ich erstmal gute Nacht. Doch ich weiß, es wird schon gehen, solange die Welt sich weiter dreht. Denn wir sind frei und können alles sein. Ja, ich weiß, nicht mehr lang, dann fängt das Beste gerade erst an. Denn wir sind frei und können alles sein. Guten Morgen, wir hatten eine etwas schräge, aber ruhige Nacht in Iselwald auf einem Parkplatz, auf dem auch Wohnmobile toleriert werden. Die Nacht hat, glaube ich, 4 Franken gekostet und es gibt ganz in der Nähe dann, also auf diesem Parkplatzgelände, noch ein Toilettenhäuschen. Dort kommt man zum Waschbecken kostenlos vor. Will man aber tatsächlich die Toilette benutzen, braucht man 50 Rappen als Münze, um die Tür aufzukriegen. Hier sind wir schon bei der Parklocation in Kiesen. Hier gehen wir heute ein bisschen geocachen und Gassi. Wir sind etwa 200 Meter von der Aare entfernt. Das hier ist ein Zufluss zur Aare. Aare, ihr wisst schon, der Fluss, wo wir gestern waren, und zwar an der Quelle. Hier eben halt ein kleiner Zufluss und gleich kommt dann die tatsächliche Aare. Hier hing dann noch ein Stock an der Schnur und da haben wir gedacht, naja, lassen wir mal die Hunde ein bisschen mitspielen. Wer vielleicht schon mal Top Dog of Germany gesehen hat, dort gibt es eine Übung, wo der Hund am Stock ziehen muss, damit sich eine Tür öffnet, durch die man dann durchgehen kann. Ja, ich glaube, der Zug war stark genug, dass die Tür sich geöffnet hätte. Mal gucken, ob Samson, der alte Senior, das auch hinkriegt. Sieht ganz gut aus, ne? Ja. Doch, ich denke, der Zug wäre jetzt schon stark genug gewesen, dass sich die Tür öffnet, beziehungsweise an einer anderen Station dann die Treppe runtergekommen wäre. Aber jetzt auf jeden Fall. Bei Top Dog Germany gab es dann auch noch so ein Wasserhindernis. Da sind sogar tatsächlich einige Hunde dran gescheitert. Zugegeben, das hier ist jetzt nicht gerade ein ruhiger Swimmingpool. Jack geht ganz selbstverständlich dahin durch. Ein bisschen nass scheint es aber doch zu sein. Das ist im Übrigen noch der Zufluss. Rechts sieht man schon die richtige Aare. Jetzt gehen wir in Flussrichtung der Aare. Die ist links von uns jetzt zu sehen. Ein bisschen weiter Gassi.
Dann war da noch der junge Husky, mit dem unsere Jungs ein bisschen gespielt haben. Der rannte schön, Jack fand das richtig gut. Samson fühlte sich auch ein bisschen animiert. Ich habe diese kurze Sequenz allerdings nur, die habe ich auch noch etwas gestreckt, indem ich Zeitlupe draus gemacht habe. Denn sonst war der Besitzer des Hundes immer mit im Bild. Und so haben wir eben halt eine besitzerfreie Sequenz hier. Lange Rede, gar keinen Sinn, was will ich eigentlich damit sagen? Dass die drei Hunde deutlich länger miteinander gespielt haben, als jetzt diese Sequenz vermuten lässt. In einem vorigen Video dieses Urlaubs habe ich ja schon erläutert, dass es in der Schweiz sehr beliebt ist, sich auf dem Fluss im Sommer treiben zu lassen. Manchmal mehr kontrolliert, manchmal weniger. Hier sieht es etwas unkontrollierter aus. Noch ist die Aare im Vordergrund, jetzt rückt sie langsam in den Hintergrund, damit unsere Jungs in den Vordergrund rutschen können. Das ist so eine hintergründige Dokumentation. Uta sagt immer, Samsons Hinterhandmuskulatur ist nicht mehr so ausgeprägt. Ich finde, diese Bilder hier haben andere Aussagekraft. Für einen 10-jährigen Flat, tipptopp. Na, vorbeugend geben wir dann den Hinterbein doch nochmal ein bisschen Training in der Sprungkraft. Und zack, ja, wunderbar, hat geklappt. Nicht einmal den Stamm berührt. Was macht der Junior? Gut, er nutzt nicht wirklich die Anlaufmöglichkeit. Aber dafür berühren seine Hinterbeine dann auch das Holzstück. Zum Vergleich nochmal Samson aus dem Sitz heraus, ein Sprung über das Holzstück. Und was müssen wir feststellen? Genug Kraft, ohne dass die Hinterbeine das Holzstück berühren. Hatte ich schon erwähnt, in der Schweiz im Sommer auf Flüssen, flussabwärts? Ich glaube, hatte ich schon erwähnt. Die sehen hier doch ein bisschen kontrollierter aus als die Dreier-Truppe von vorhin. Und gleich kommt noch eine Truppe, mal sehen, wie es bei denen aussieht. Ja, da kommt die nächste Truppe und man muss sagen, sie sind ein wenig stärker besetzt und ein paar Ruder mehr oder ein paar Paddel mehr. Aber das kann auch genauso gut ein Nachteil sein, wenn jeder sein eigenes Ding versucht durchzuziehen. Das klappt hier aber ganz gut. Der Cache hier hieß, glaube ich, Sackgasse. Und man sieht auch warum. Man ist schon eine ganze Weile gegangen, kann von unten noch nicht mal direkt erkennen, dass dort der Weg gleich endet. Und doch, er tut es. Man steht plötzlich auf halbem Weg mitten vor einem Geländer. Gut, das haben wir uns jetzt angeguckt, jetzt warten wir noch ein paar Autos ab und dann gehen wir wieder zurück zur Aare. Ein Auto kommt noch, jawohl, jetzt schnell rüber, genau, über die Hürde und über die Straße. Hatte ich das schon erwähnt, dass es beliebt ist im Sommer in der Schweiz, sich auf dem Fluss treiben zu lassen mit Luftmatratze oder auch Schlauchboot? Ja, das hier ist dann der Nachteil, wenn so ein Schlauchboot dann wohl den Geist aufgegeben hat bzw. die Luft rausgelassen hat, dann wird es vielleicht auch mal gerne zurückgelassen. Hier ist es dann wenigstens nicht im Fluss geblieben, sondern es ist neben einem Robbie-Dog deponiert worden und da kann man damit rechnen, es wird früher oder später weggeräumt. Ja, bei uns ist heute am Sonntag dann auch langsam die Luft raus, aber wir räumen uns wenigstens selber weg in Richtung Camper Arno. Naja, fast 5 Kilometer, fast 2 Stunden und immerhin ganze 100 Höhenmeter. Ja, mit dem Wetter haben wir eigentlich ganz gut abgepasst. Wir sitzen noch gar nicht allzu lange in Camper Arno und da fängt es dann ordentlich an zu regnen. Ja, und das hier ist jetzt quasi eine Urlaubsabschlussaktion. Wir lassen Grauwasser und Schwarzwasser ab und zwar in Münsingen, schon nicht mehr so weit weg von zu Hause. Ja, das war unser Urlaub 2021. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Es waren ein paar schöne Landschaftsaufnahmen dabei oder interessante Infos. Nächstes Wochenende sind wir auf einer Open-Air-Hunde-Ausstellung in Veraltdorf. Da lief dank Covid-19 einiges suboptimal, sowohl für die Aussteller selber als auch für die Begleiter. Oder die Zuschauer. Ein kleiner Spoiler-Alarm hier schon mal. Uta ist mit auf diesem Foto.
und zwar ganz hinten, verdeckt von dem Regenschirm, und ich habe sie eben nicht besser raufbekommen, und zwar nicht aus dem Grund, weil ich zu faul war, dorthin zu gehen, sondern wegen der Planung dort. Aber dazu sage ich dann mehr im folgenden Video. Danke fürs Gucken. Tschüss.